Keine große Freude dürften die Kursentwicklungen über Nacht gebracht haben. Immerhin ist der DAX noch mal ein ordentliches Stück nach unten gerauscht, aber darüber haben wir ja schon gestern gesprochen. Damit musste man rechnen und es geht wahrscheinlich sogar noch ein bisschen tiefer. Da sich nach dem gestrigen Handel jetzt eigentlich nichts Neues ergeben hat, möchte ich jetzt in diesem Video eigentlich eher das kürzerfristige Bild angucken. Also für all diejenigen, die etwas längerfristig orientiert sind und sagen, hey, wie sieht es aus im Übergeordneten? Naja, so wie gestern ebenfalls schon. Also da gibt es nicht so arg viel Neues, denn der Kurs entwickelt sich jetzt nun mal in eine Korrekturzone eben hinein. Und solange der Kurs diese nicht nach unten durchstößt, bleibt es übergeordnet bullisch. Untergeordnet allerdings zumindest mal latent bärisch. Aber die Frage ist es vielleicht auch schon wieder vorbei? Und genau das wollen wir uns jetzt mal angucken, beziehungsweise wie man dadurch Intraday vielleicht nochmal sich lavieren kann. Also fangen wir mal mit dem DAX-Index an. Ihr seht hier nochmal das Gap, was wir über Nacht hatten. Nochmal einmal ganz kurz zur Orientierung, weil man vergisst das immer ganz gerne. Den Anstieg, den wir hier hatten, den hätten wir sehr gerne überlappungsfrei gehabt. Das hat nicht geklappt hier an der Stelle. Deshalb nach wie vor die Box, die wir hier gestern ja schon eingezeichnet haben, die beginnt ungefähr bei 15.700 beim Index. Also nicht ganz millimetergenaue Arbeit, aber aus meiner Sicht wäre das, was wir bisher an Rücksetzer gesehen haben, eigentlich zu wenig. Ich würde eher erwarten, dass, wenn es tatsächlich dieses Bild ist, was ich hier mal skizziert habe, es zumindest noch mal einmal tiefer geht. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das muss jetzt nicht heute Nachmittag schon wieder umdrehen und dann weiter nach unten gehen, aber es wäre zumindest mal nicht ganz abwegig, von so einer Bewegung gegebenenfalls auszugehen. So, aber jetzt geht es aktuell nach oben und deshalb wechseln wir mal auf den DAX Future hier aktuell und schauen uns das mal an. Und immerhin haben wir eine Bewegung, die jetzt von den Tiefpunkten, die wir heute im Laufe des Tages hatten, sind wir wieder auf dem Weg nach oben. Das ist doch schon mal ganz verheißungsvoll. Ist das jetzt impulsiv? Das geht so. Wir dürfen nicht vergessen, korrektiv ist klassischerweise dreiwellig. Also ich male es nochmal da oben so systematisch hin. Dreiwellig, so könnte das zum Beispiel aussehen. Und wer jetzt oberflächlich guckt, der wird jetzt vielleicht sagen, ist das nicht auch dreiwellig? Ja, aber es ist sehr unsymmetrisch. Ihr seht schon, dass der hintere Arm bisher sehr kurz ist. Das lässt eigentlich vermuten, dass selbst wenn es so ein klassisches ABC-Muster ist, wenn vorne so lang ist, hinten ähnlich lang ist, also wenn vorne so lang ist, hinten, naja, ein bisschen höher, sollte es demnach durchaus noch gehen. Noch dazu für all diejenigen, die ein bisschen feinporiger unterwegs sind, vielleicht gar nicht mal so sehr hier im 15-Minuten-Chart können wir noch mal ganz kurz gucken, solange die Anstiege, ihr seht das hier, Anstieg stark, dreiwellig runter ist korrektiv, Anstieg stark, wackelig runter, das sind alles, das ist jetzt sehr klein, ich weiß, für viele von euch vielleicht eine Stufe zu klein, allerdings dieses Verhaltensmuster gibt es ja auch im großen Bild, also für diejenigen, die jetzt nicht in 5 Minuten handeln wollen, könnt ihr das als eine Leseübung nehmen. Also starke Bewegungsrichtung, in dem Fall eben hoch, stark nach oben, dreiwellig, das ist immer ein ganz gutes Zeichen und triggert eigentlich, wenn es nach oben gebrochen wird, zwischen Hochmarken, die nächsten Aufwärtsbewegungen. Es sieht also alles im Moment noch nach oben aus für den Nachmittag und damit zumindest mal eine Chance. Ich weiß, viele gucken immer drauf, ja, da wird doch das Gap geschlossen, ich würde das nicht mal ausschließen, also für 16.140, das ist jetzt allerdings der Future, müsste da durchaus eine Möglichkeit sein, dass diese noch hier erreicht wird im Laufe des der Zeit. Also wollen wir mal gucken, ob der Markt das tatsächlich macht. Aktuell ist der DAX allerdings, sowohl der Index als natürlich auch der Future, von der Ausrichtung eher auf jeden Fall nach oben gerichtet. Merkt euch, wenn ihr solche Verhaltensmuster habt, Schub hoch, wackelig, wieder ungefähr die Hälfte wieder runter. Wem das zu unkonkret ist, mit ungefähr der Hälfte, dann nehmt euch Fibonacci und dann sollte das so in etwa, merkt euch den Grobbereich 38er, 50er, 61er Marke, da sollte das theoretisch reinreichen. Und wenn ihr sagt, das hat ja super gepasst hier, ja, das ist natürlich nicht immer so, aber das ist eine gute Orientierung und wer sich jetzt erinnert fühlt an das, was ich euch hier gezeigt habe, im Prinzip diese, müssen wir sogar nochmal auf den DAX wieder rüber wechseln, da hatte ich es, glaube ich, gezeichnet. Das ist genau das gleiche Szenario, nur hier eben im 4-Stunden-Chart. Also ihr seht, dass das auch auf größeren Zeitebenen, oder Stundenchart ist es hier, dass es auch auf größeren Zeitebenen natürlich immer wieder funktioniert. Also für den Nachmittag erstmal bullisch, seid aber noch nicht super begeistert, rechnet damit, dass der Kurs gegebenenfalls da unten in diese Kiste noch mal reinfällt. Das heißt, arbeitet mit dem Stop, ich gehe nochmal auf den 5-Minuten-Chart, arbeitet im Zweifelsfall, wenn ihr hier die Longs dann eben solche, also der ist jetzt schon leicht verpasst, da sind wir schon ein bisschen drüber, aber wenn ihr solche Szenarien seht, arbeitet mit dem Nachziehstop, guckt, dass, wenn er sich entwickelt, ihr zumindest zeitnah dann in Richtung Einstieg irgendwie nachzieht, und wenn er weiterläuft, freut ihr euch ja sowieso, und wenn er dann umdreht, sagt er, naja, ein Versuch war es wert. Viele von euch wissen, ich liebe den amerikanischen Markt, gerade am Nachmittag finde ich den eigentlich viel besser, und der segnet uns aktuell mit einer sehr starken Aufwärtsbewegung. Das ist für mich immer ein ganz gutes Zeichen, denn starke Aufwärtsbewegung spricht jetzt nicht für korrektiv nach unten. Das heißt, ich sehe eine Chance, dass wir hier eigentlich das, was der DAX schon hinter sich hat, hier gerade noch miterleben. Also den ersten starken Anstieg. Wenn jetzt hier tatsächlich eine Korrektur in den nächsten Stunden hier stattfindet, merkt euch das vielleicht für die Abendstunden noch. Das muss nicht so lange dauern, wie ich es jetzt hier gezeichnet habe. Aber wenn wir hier eine Korrektur kriegen würden, die eben A, B, C oder ansonsten irgendwie korrektiv hin und her wackelnd aussieht und dann auch noch größenmäßig passt. Wie war nochmal die Größe? Dann nehmen wir nochmal Fibonacci, tiefster Punkt, höchster Punkt, und wir erinnern uns, die Marke 38, 50, 61, 8, das darf ein bisschen höher, darf ein bisschen tiefer. Ihr seht, ich mal das nicht millimetergenau. Aber das ist so eine grobe Orientierung, da müsste das reinlaufen. Also 2, 3 Bedingungen brauchen wir. Wir brauchen starken Anstieg, jawohl, haben wir gesehen. Zweite Bedingung ist, wir brauchen was Korrektives, also ABC und korrektiv oder korrektiv überschneidend. Und es müsste vom Ausmaß einigermaßen passen. Wenn wir so etwas kriegen, dann merkt euch die Zwischenhochs. Viele machen aus meiner Sicht den Fehler oder nehmen das dann erst hier oben wahr und steigen da oben erst, also wenn er hier ist, wieder ein. Das finde ich nicht so smart. Man verpasst schon viel Chance-Risiko-Verhältnis und hat wenig Chancen, dann gegebenenfalls einen Stop hinterherzuziehen. Das wäre etwas, worauf ich jetzt achte. Die erste Hausaufgabe hat der Kurs bereits gemacht, den ersten scharfen Anstieg. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt bräuchten wir dann früher oder später, das kann jetzt vielleicht in diesem Moment schon loslegen, kann sein, dass es noch ein bisschen dauert, aber eben einen wackeligen Rücksetzer. Gucken wir uns das zumindest mal ganz grob im Übergeordneten an. Wir haben hier eine gewisse Unterstützungswirkung, offensichtlich gerade 34.100. Sieht zumindest mal so ein wenig danach aus. Vielleicht arbeitet er sich jetzt zumindest ein bisschen nach oben vor. Ich muss gestehen, wir haben die Zeichnung offensichtlich hier nicht drin, aber ich kann sie auch nochmal schnell reinzeichnen. Wir hatten gestern drüber gesprochen, deshalb will ich die Herleitung dafür nicht nochmal im Detail jetzt machen. Das wäre hier sicherlich noch eine Zone. Wir sind bisher eher an der Oberseite. Wir können die Box vielleicht auch noch ein bisschen ausweiten. Könnte das schon die Korrektur gewesen sein? Ja, ausmaßmäßig. Sie wäre ein bisschen zu kurz, aber es ist ja keine exakte Wissenschaft im Sinne von, das muss exakt da berühren, sonst ist alles nichts. Aber das zweite kritische Kriterium ist, so richtig korrektiv sieht dieser Teil nicht aus, wenn man ehrlich ist. Unter Umständen wäre noch die Rettung, dass das insgesamt hier die Korrektur ist, eine ABC-Korrektur. Die darf nämlich, wenn der Kurs sogar nochmal höher ist, sogar mit einer scharfen Korrektur nochmal unterwegs sein. Stichwort ist ein Flat. Die Hälfte aller Korrekturen sind ein Flat oder eben Double Sideways, also ungefähr das, was ich jetzt hier blau markiert habe. Es wäre also denkbar. Und jetzt haben wir den Luxus, wenn diese Korrektur zu Ende ist, bräuchten wir hier hinten einen Schub und was Korrektives hier runter. Die kleinen Anfänger haben wir hier schon gesehen. Das, was wir hier allerdings, was ich eben im 5-Minuten-Chart gezeichnet habe, ist sicherlich noch zu klein, um jetzt schon zu sagen, okay, los, Richtung 38.000, jetzt marschieren wir. Aus meiner Sicht wäre das eher was für ein Nachmittagslong, wo man im Zweifelsfall für einen Teil der Position die Gewinnmitnahme einfach vergessen kann und sagt, ich lasse es einfach mal laufen. Für den bullischen Fall freue ich mich dann. Allerdings rechnet damit, dass eigentlich dieses Niveau gerne auch nochmal abgefrühstückt ist. Also mir ist, um es richtig schön zu haben, ein bisschen zu wenig Rücksetzer. Das heißt, meine Erwartungshaltung ist eher das, jetzt gehen wir mal hier A, B, C hoch und anschließend nochmal runter. Also, das heißt für ein Nachmittagslong oder vielleicht 1, 2 Tage vielleicht Long und anschließend nochmal runter halte ich für realistisch. Aber für Shorts bräuchten wir, wie gesagt, dann ja quasi Schub runter, diesen Trigger dann für die Abwärtsseite. Also aus meiner Sicht Es ist noch nicht zwingend vorüber, die Abwärtsseite. Da seid ein bisschen vorsichtig. Aktuell scheint der DAX und auch der Dow zumindest mal die besseren Chancen nach oben zu haben. Der Dow bietet uns sogar noch bessere Einstiegsmöglichkeiten, denn der hat diesen Rücksetzer noch nicht gesehen, den wir im 5-Minuten-Chart eben schon gesehen hatten. Das ist beim S&P ein bisschen ähnlich, aber wie so häufig eben nicht ganz exakt. Was ist der Unterschied? Wenn wir hier mal gucken, ihr seht 1, 2, 3, das heißt, hier käme jetzt eigentlich erst die 4 und die 5. Das kann ja sein. Und anschließend die Korrektur. Also insofern, das kann durchaus noch passieren, dass wir hier erst noch mal so eine kleine Korrektur haben. Orientierung vielleicht an dem, was wir hier vorne haben. Der Grund, dieses Tief ist höher als, na, müssen wir ein bisschen hoch machen, sonst blendet er das da ein, soll, als dieses hier. Das heißt, ich sehe eine sehr realistische Chance, dass wir hier intern, da müssen wir jetzt genauer hingucken, dass wir hier, machen wir es mal alles weg hier, dass wir intern hier in einer 1, 2, 3, 4, 5-fälligen Bewegung sind, was eine typische Haupttrendrichtung, eine Schubrichtung eben ist. Und dann käme etwas später erst die Korrektur. Also insofern, wir haben immer noch, auch beim S&P, die Aufwärtsseite im Rennen. Die Frage wird sein, wird es nur eine kleine Aufwärtsseite sein, also sprich der vordere Teil hinten nochmal, oder wird es bei der 1:1 Projektion dann weiterlaufen und dann Richtung Allzeithochs? Beim S&P 500 ist das ja das Thema, beim Nasdaq gucken wir uns das gleiche an, ist das das Thema, und beim Dow Jones die 38.000, mal gucken, inwieweit und wie schnell wir die dann erreichen oder ob wir da den Umweg tatsächlich fahren. Das hängt jetzt davon ab, ob die Marktteilnehmer nach dieser ersten guten Anstiegsbewegung danach in eine Pause gehen. Auch hier gilt natürlich der Rücksetzer, der klassische, also Tiefpunkt bis angenommener Höchstpunkt. Wir brauchen ja noch ein bisschen höher, so wie ich es gezeichnet habe. Also bis in diese Kiste hier ungefähr rein. Ihr könnt die Werte hier ablesen, nehme ich mal an. Aber die könnt ihr auch selber oder solltet ihr selber vielleicht nochmal messen, wenn wir diesen Hochpunkt hier tatsächlich haben. Aktuell ist das ja von mir nur so mal eine Annahme, dass das da oben irgendwo ist. Denn da fehlt ja noch ein Teilstück hier auf dem Weg nach oben. Vorher würde ich übrigens jetzt nicht mehr long gehen. Wenn ihr, warum auch immer, schon long seid, jetzt heute Nachmittag long gegangen, aus weiser Voraussicht, alles gut, könnt ihr wahrscheinlich drin bleiben, rechnet halt mit einem Rücksetzer dieser Größenordnung, was wir hier vorne haben, könnt ihr aber theoretisch drin bleiben, müsst allerdings später dann mit diesem rechnen, den würde ich nicht aussitzen wollen, denn ich hätte ein bisschen Sorge, wenn ich Pech habe, wird das gar nicht korrektiv und dann habe ich alles wieder verloren. Das heißt dann spätestens nach dieser Korrektur, also jetzt würde ich vielleicht den Stop ungefähr die gleiche Weite hinterherziehen, spätestens wenn wir dann da oben sind, also nochmal eine Verlängerung da oben haben, dann würde ich ihn enger nachziehen. So, also das wäre zumindest mal eine Herangehensweise, die ich mir hier vorstellen kann. So, gucken wir noch auf den Nasdaq und der sieht wieder toll aus, weil der wirklich vom Tiefpunkt hier gestartet ist. Warum vom Tiefpunkt? Naja, also alles, was wir vor diesem tiefen Punkt haben, war Abwärtsrichtung. Alles, was hier ist, ist die schönste Form eines Standing Ovations für die Käufer, mehr oder weniger. Wir sind steil nach oben gelaufen, wackelig runter. Also irgendwas Korrektives steht jetzt an. Ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Moment ansteht. Das kann auch locker sein, dass der doch noch ein bisschen weiter klettert, aber irgendwann wird dieser Rücksetzer kommen. Und wenn dieser Rücksetzer, ihr erahnt es, dann wieder in dieses klassische Mittelfeld dann reingeht. Denkt dran, 38, 50, 61, 8. Ihr könnt euch da selber so eine Box dann so reinzeichnen. Wenn er da reingeht, wenn das korrektiv ist, dreiwellig oder mit Kursüberschneidung da reinfällt, das und die Erwartungshaltung, der vordere Teil nochmal. So, wenn wir uns das jetzt mal angucken, eine Nummer größer, also von mir aus im Stundenchart hier, dann sehen wir, dass der Nasdaq mit am weitesten runtergekommen ist. Das haben wir ja mitgekriegt, natürlich auch wegen Fed-Chef Powell, der sich ja nicht so toll geäußert hat, zumindest mal im Sinne der Hightech-Titel und im Sinne von den Nasdaq-Anhängern. Denn ein bisschen hawkische Aussagen hat er ja dann doch losgelassen. Aber, und jetzt kommt das große Plus für die Nasdaq-Freunde, die Bewegung, die wir, machen wir es lieber mit Strich, von hier oben bis da haben. Wie würdet ihr die einschätzen? Ist das eine Welle runter? Ist das ein Dreiweller, sprich korrektiv? Ist das fünfwellig, überlappungsfrei? Wie würdet ihr das einschätzen? So auf den ersten Blick fällt mir auf, wir sind vorne einigermaßen zügig. Wir haben hier eine Pause gemacht und hinten einigermaßen zügig gelaufen. Das hat was Dreiwelliges. Auf den ersten Blick würde man sagen, na, ich verstehe schon, vorne schnell. Da war irgendwie so eine Pause. Und hinten ging es auch nochmal schnell runter. Das hat was von einer Korrektur. Das heißt, möglicherweise hat der Nasdaq das alles schon gesehen. Das heißt, die Übertreibung will ich gar nicht sagen. Die Titel sind überbewertet, machen wir uns nichts vor. Bei manchen Titeln kann man nur den Kopf schütteln, wenn man sich überlegt, wie ist das von der Bewertung. Aber ihr wisst das, Charttechniker achten nicht darauf, ob das gerechtfertigt ist, sondern Charttechniker achten darauf, was machen denn die anderen Marktteilnehmer? Halten sie sich an diese oder jene Erwartungshaltung? Und im Moment muss man ganz klar sagen, die Marktteilnehmer haben Bock zu kaufen wieder. Die sind wieder zurück. Ja. Egal, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Und wenn die anderen kaufen, wenn die alle kaufen, dann wird es wohl hochgehen. Dann würde ich ja auch gerne mitmachen. Das ist die Motivation des Charttechnikers. Der löst sich von dem Gedanken, naja, das ist aber ja nicht gerechtfertigt oder nicht. Gerechtfertigt ist wahrscheinlich nicht. Aber wie so häufig, es geht nicht um Gerechtigkeit an den Märkten, sondern es geht darum, was passiert da gerade, und dann will man ja auch mitmischen. Wem das hier zu mühsam ist, was sich hier jetzt im Kleinen im 5-Minuten-Chart gezeichnet hat, der hätte noch eine weitere Variante, die ich ganz okay finde. Ich sage es bewusst so vorsichtig. Das ist quasi dieses Mittelstück hier. Wenn er da drüber geht, das ist ungefähr 15.300, dann wäre das für mich ein Long-Trigger ebenfalls. Aber ihr seht schon, ist ein bisschen schade weit weg. Und das Problem ist, das ist nicht die erste Welle. Der Kurs kam von unten. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, wie weit er höher geht, bevor die nächste größere Pause einsetzt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, neue Allzeithochs sind hier fällig. Dass die Marktteilnehmer das aus welchen Gründen auch immer nochmal ansteuern, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und solange die Aufwärtsseite stark, die Abwärtsseite korrektiv ist, ist das wohl auch die gute Richtung. Allerdings müsst ihr damit rechnen, dass wenn der Kurs dieses letzte Hoch durchstößt, dass dann es wieder ein bisschen mühsamer wird. Das heißt, ich bin nicht so ein großer Freund dieser Marke hier für einen Einstieg. Der oben sowieso nicht. Das ist nie für mich ein sinnvoller Einstieg. Ich steige nicht am höchsten Punkt ein. Ja, das hat gar nichts mit Börse zu tun. Ein professioneller Händler, egal ob Teppiche, Autos, Aktien, kauft nicht zum höchsten Preis. Wer ein professioneller Händler ist, der sagt sich, ist okay, aber ich will ein Angebot haben, macht es mir günstiger. Und diese günstigeren Angebote sind die sogenannten Dips. Theoretisch hier unten, allerdings weiß ich da unten natürlich nicht, ob der Kurs wirklich dreht. Man kann das vielleicht durch Symmetrie ein bisschen abschätzen. Ich kann euch das mal einmal zeigen, dass ihr das auch mal gesehen habt, dass man sagt, ich messe einfach mal so den ersten, habe ich nicht richtig geklickt, den ersten Teil der Bewegung von da bis vermutlich dann da irgendwo. Dann messe ich dann von dem höchsten Punkt dann hier wieder und dann sehe ich, irgendwo da in dem Bereich ist die 1:1 Projektion, also das, was wir vorne haben, da hinten wieder. Also in diesem Umfeld kann man gucken, ob man nach Longs Ausschau hält. Gut, das muss ich euch heute nicht mehr erzählen, das habt ihr für die nächstes Mal, habt ihr das als Idee, also erzähle ich euch hier nichts Neues, darüber rede ich ja regelmäßig, über die 1:1 Projektion. Aber da konnte man vielleicht schon einsteigen, wer recht mutig ist. Ich mag immer gerne eine Bestätigung, und die Bestätigung könnte zum Beispiel sein, eine Seite stark, eine Seite schwach und dann am Ende der schwachen Seite Zwischenhoch nutzen, um dann eben einzusteigen. Ist günstiger, als hier oben erst einzusteigen, da in diesem Bereich da reinzukommen. So, ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen inspiriert habe. Ihr seht es, aktuell würde ich die übergeordnete sowieso, also ich bin nach wie vor bullisch im übergeordneten, im großen Bild, sehe ich noch nicht, dass irgendwas kaputt gegangen ist durch die Rücksetzer, die wir haben, und dürfte es sogar noch ein bisschen tiefer gehen, wie ich euch gestern gezeigt habe. Schaut euch das gegebenenfalls nochmal an, wenn ihr diese Marken nochmal braucht. Ansonsten für die kleineren Händler oder, also nicht körpergrößenmäßig gemeint, ich bin selber 2 Meter groß, für die auf kleinerer Zeitebene unterwegs sind oder aber die sagen, ich möchte so ein bisschen Early Bird mäßig versuchen, da wieder reinzukommen oder die Position nochmal auszubauen, sind die Muster, die wir hier im 10 Minuten, 15 Minuten Chart, hier ist es jetzt gezeichnet im Stundenchart, aber was ich euch vorhin oder während des Videos gezeigt habe, Möglichkeiten da, vielleicht die Positionen ein bisschen auszubauen oder erste Positionen zarte aufzubauen. Denkt immer dran, rechnet immer, dass es auch anders kommen kann. Diese Charts, ich hatte das neulich, ich habe wieder vergessen, irgendjemand hatte was drunter geschrieben, was man da alles aus den Charts da rauslesen soll oder was weiß ich was. Die Charts an sich sind natürlich keine Aussage, sondern sie zeigen ja nur, was die Marktteilnehmer machen. Aber das, was die Marktteilnehmer machen aktuell, sieht nicht nach Panik nach unten aus. Und dementsprechend, wenn die nicht in Panik geraten, weiß ich nicht, ob ich jetzt massiv auf der Short-Seite sein sollte. Klingt jetzt nicht so schlüssig. Ja, was ich sehe, ist, dass die Marktteilnehmer kaufen. Also häufig, das klingt häufig so, wenn man das sagt, naja, die Charts sagen das, die Charts wollen das. Die Charts ist nur eine grafische Darstellung der Aktion der Marktteilnehmer. Und was die machen, das ist durchaus relevant. Und deshalb sicherlich interessant, da mal einen Blick drauf zu werfen. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.